Okay, 3, 2, 1. Ja, moin Leute. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin jetzt die nächsten 1, 2, 3 Tage, na sagen wir 2 Tage, in Bergen unterwegs. Bei meiner lokalen Guide hier, der Shen. Und ja, heute gucken wir uns die Stadt an. Dann nehme ich euch so ein bisschen mit. Morgen gehen wir dann Skifahren nach Voss. Genau. Und am Donnerstag fahre ich dann mit der Fähre hier von Bergen nach Hirtshals, Dänemark. 18 Stunden, da würde ich sicherlich auch mal ein bisschen filmen. Ist auch ein Highlight, wenn ich mir da ein paar Bier reinschraube. Also, Leute, viel Spaß heute bei dem Video. Wir sehen uns später. Leute, guck mal da. Wir sind so, was sind das? Die Brücken, ne? Das hört sich ja komisch an. Hier, die Dinger da, kennt man doch. Mein Gott, ey. Kennt man doch. Nein, das ist so, wie ich das vorhin erklärt habe: Brücken, N Brücke. Eine Brücke, Brücken, die Brücke. Deshalb heißt es Brücken. Und für uns hört sich das an, als wäre es Mehrzahl. Aber es ist nur Brücken. Leute, ihr müsst euch doch einfach nur Brücken merken. Und ihr müsst euch nur merken, dass wir vorhin da oben waren. Da, ne? Da. Ja, aber später dann. Dann sind wir ja noch darüber gewandert, bis da. Aber da sind wir doch gestartet. Guck mal, da oben war das doch. Da oben lang gelaufen. Bis da oben und hier runter. Kann man nur empfehlen in Bergen. Macht es so wie wir. Macht es so und startet da oben. Geht dann da oben rüber. Dann habt ihr so einen richtig schönen aktiven Natureinstieg. Und dann könnt ihr runter in die Stadt gehen. Und dann einfach drauf los. Also du kennst dich ja auch nicht hier aus, ne? Shen, die wohnt jetzt schon seit wie lange? 2 Monate hier in Bergen, war noch nicht in der Innenstadt. Also von daher, Bergen ganz unverbindlich heute. Ja, guck mal, Leute, in Bergen, da läufst du so und auf einmal, bumm. Steht hier so ein Riesenpott. Und das ist so eine Schnellfähre, die sind auch schon groß. Ah, die ist halt mega klein. Eieieiei. Leute, das ist ein Traum hier. So, hier, ne? Slackline, gerade schon easy gemacht. Guck mal, ganz leicht rüber, gar kein Problem. Zack, dann gehst du hier weiter. Schwimmst du hier. Auf dem Trampolin. Dann immer so alle 4 Richtungen. Ja, dann kannst du dir noch ein paar Muscle-Ups machen. Und guck dabei auf den wunderbaren Bergenfjord. Heißt der so? Ja, ist der Fjord. Auf dem Fjord halt. Guck mal hier. Die Hurtigruten fährt ein. Das mache ich auch noch mal irgendwann. Da nach Bergen. Gesundheit. Das ist natürlich ein Highlight, das muss man sich mal angucken hier. Leute, jetzt noch mal zum Mitschreiben. Ich habe jetzt gelernt. Passt auf. Also, da oben ist der erste Gipfel, ist der Stolze Kleiven. Ich nenne mir, also ich sage mal, Kleif ist Stolz, also Stolze Kleiven. Dann gibt's da waren wir auch, der Flöjen. Auch sehr schöner Aussichtspunkt. Und dann gibt es noch den Ulriken. Ha! Die ist ja echt einfach, die Ulrike. Das ist quasi da hinter dem Baum, dieser leicht im Schnee, der Berg. Und das sind schon mal 3 geile Aussichtspunkte, die man mitnehmen kann und auf Bergen blicken kann. Und dann gibt es noch 4, 5, 6 und 7. Irgendwie, ne? Also da ist auf jeden Fall noch einer. Das sind so die 7. Müsst ihr mal googeln. Da eins, noch einer, da noch einer. Dann hat man so 7 Berge rund um Bergen. Leute, fast vergessen euch zu zeigen. St. John's Kirche. Seht ihr aus der Ferne nochmal. Und dann geht's hier direkt in die Innenstadt.
ja, Kirchen sind halt echt interessant. Leute, wenn in Bergen oder wenn in Norwegen, muss auch eine Rentierwurst her, eine Rensdierpölze. Gibt es da an dem roten Ständchen. Hab schon alle abgeknabbert, wie man sieht. Sehr gut, kann man nur empfehlen. Müsst ihr probieren. Guck mal, hier noch Brüggen, ne? Aus nächster Nähe nochmal für euch eingefangen. Guck mal, auch Fun Fact hier, ne? Das ist gar nicht ein Haus. Das ist eine Folie. Genau wie da. Das ist eine Folie. Das ist alles nur Fake hier. Naja, damit die Touris trotzdem das Bild von Brüggen haben, wird das hier restauriert und dann wird da so eine Folie drüber geklatscht und dann sieht das so aus wie vorher. Von weiter weg. Na, man muss auch sich mal mit Tricks zu helfen wissen. So Leute, zurück im Studentenheim, in meiner Unterkunft, bei einer Freundin. Das ist Bergen bei Nacht. Damit gute Nacht, wir sehen uns gleich wieder. Für mich dann morgen, weil wir gehen noch Skifahren in Voss. Da nehme ich immer noch ein paar Aufnahmen auf. Also, bis gleich. So sieht Bergen von bei Tag aus. Von oben. So sehe ich aus. Auf geht's, Skifahren. Bäume, aber das ist doch schön. Das ist doch ein schöner Vordergrund. Ja, heute Skifahren hier, wie angekündigt, ne? Moin, was geht ab? Voss hier, da kommt das teure Wasser her. Ne? Da checken wir heute mal aus, die Lage. Erster Sessellift in Norwegen, ey. Ich war dabei. Schön ist auch dabei. Moin. Ich habe meinen Ski-Guide wieder mit hier. Gib mir noch mal ein paar wertvolle Tipps und Tricks hier. Das sieht ja echt wirklich wunderschön aus. Herrlich. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Tageskarte hier 45 Euro, Erwachsene. Und anderthalb Stunden von Bergen entfernt, ne? Richtung Nordost. Bisschen Osten, bisschen rein ins Fjell. Also Voss. Später gibt es noch ein lecker Wasser. Das ist meine Skilehrerin heute. Wie war das jetzt? Ja, da ist schon noch Luft nach oben. Aber ich habe auch nicht alles gegeben, damit nachher, wenn man direkt nochmal vergleichen, damit ich dann nochmal besser dastehe. Nee, aber es klappt schon ganz gut. Es macht auf jeden Fall mehr Bock. Vielen Dank auf jeden Fall. Carving, lange Schwünge geschnitten. Ja. Das wird mir herbeigebracht. Auf der Kante fahren, Leute. Ihr müsst immer auf der Kante fahren. Okay, komm, jetzt fahren wir weiter hier. Fahr du mal vor, dann kann ich nochmal filmen, wie es richtig aussieht. Was muss ich noch alles verbessern? Okay, also du musst noch mehr Körperspannung haben. Ja. Die Arme ein bisschen weiter oben. Ja. Frühere Außenskibelastung. Frühere Außenskibelastung, ja. Ja, dann musst du auch mehr einen Oberkörperausgleich machen, weil du stehst momentan so hinten innen, das heißt, du verdrehst auf deine Hüfte. Mhm. Also eigentlich kann ich gar nicht Skifahren. Hey Shannon. Ich bin vielleicht nicht der lernfähigste Schüler, ne? Aber ich piss mir wenigstens nicht in die Hose. Okay, ja. Und ich quengel dich. Ja, dann fahren wir die Eins halt nochmal. So eine Sau, ey.
So, da sind wir wieder. Zurück im Lift, ich durfte wieder rein. Ja, war immer kurz verwirrt, wusste nicht, was hier abgeht. Aber wie ihr seht, und das ist ja auch immer das Wichtigste hier bei Tracking Life, wir haben Spaß, ne? Spaß haben steht an Stelle Nummer 1. Und Voss ist ein cooles Skigebiet, das ist dann die Information, die wir weitergeben können. Aber wir haben sehr viel Spaß hier. Ja, jetzt muss ich mal hier aufpassen, weil das ist schon wieder so... Ne, hier wäre brutal, ey. Ich muss aufpassen. Oh. So Leute, das war's hier. Skitag in Voss. Shannon, vielen Dank für deine super Skitipps, jetzt ernst gemeint. Ja, und Leute, wenn ihr ein gutes Skizentrum sucht, Voss in der Nähe von Bergen, kann man empfehlen, ne? Vor allem bei so einem Wetterchen hier und nichts los. Das ist gut, wenn man Studenten arbeitslos ist. Tschüss und reinhaltet euch.